Grombühl. Die Lockdowns haben auch hier Spuren in der Gastronomie und dem Einzelhandel hinterlassen. Wir möchten zwei Grombühler Ladenbesitzer befragen, wie sie diese harten und hoffentlich letzten Ladenschließungen überwunden haben. Buonasera, io Salvatore Pizzumbia in Grombühl. Ah, das war eine richtig schwierige Zeit. Weil bei mir, es war nicht der Lockdown, bei mir aber auch war eine andere Pizzeria aufgemacht hat in Grombühl. Das heißt, ich bin zweimal betroffen. Von der Corona-Krise und von der Konkurrenz. Aber ich bin immer noch da, weil ich habe das, kann man so sagen, gut gemeistert. Und bisschen Unterstützung habe ich auch bekommen von dieser Corona-Hilfe-Forderung aus der Stadtkasse. Sonst hätte ich niemals geschafft, am Leben zu bleiben. Immer wieder hört man von Gastronomen, die trotz großer Versprechen des Staates keine oder nicht alle finanziellen Hilfen erhalten haben. In vielen Fällen kann dies einen Laden zur Schließung zwingen. Aber wie sieht es bei dem Grombühler Kneipenwirt aus? Ich habe alle Hilfen gekriegt. Ich habe manchen auch sehr später bekommen, aber ich habe die Voraussetzung gehabt, um diese Unterstützung zu bekommen, und ich habe auch das bekommen. Wer nicht diese Voraussetzung gehabt hat, war selber schuld, und es tut mir leid für die Leute, die in so einen Teufelkreis gerandet sind, weil ich kann die ganz gut verstehen. Und ich wünsche diese Leute, dass die irgendwie auch geholfen werden. Weil vielleicht die haben keinen Plan gehabt, die haben keine Ahnung gehabt, wie macht man das, weil das ist sehr komplex und kompliziert, das zu beantragen. Und da braucht man wirklich ein bisschen Ahnung davon. Über 1,5 Jahre Corona-Krise konnten die Institution nicht zu Fall bringen. Da seine Kunden ihm auch in der schweren Zeit immer treu waren, möchte er ihnen nun etwas entgegenkommen. Ja, die Preise haben sich geändert. Meine Pizza ist billiger geworden als sonst, weil ich habe zum Glück viel to go gehabt. Und ich habe mir gedacht, okay, die Leute kommen, nein, ich komme entgegen. Ich habe sie immer eine Pizza plus ein Bier gegeben für 9 €, 10 €. Es kommt darauf an, welche Pizza war. Und Leute sind immer weitergekommen, wiedergekommen. Und die sind zufrieden gewesen. Und bei mir ist so, ich bin so in diese Lade seit 5 Jahren. Und jetzt fängt meine zweite Amtszeit. Ich hoffe, dass ich noch 5 Jahre da bleiben kann. Das ist bei Gastronomie wie in die Politik. 5 Jahre. Oder gehst du nach Hause oder bleibst du? Ich bin noch da. Das heißt, Leute wollen mich noch da haben. Und ich will da sein, auf jeden Fall. Der Gastronom blickt hoffnungsvoll in die Zukunft. Was er nach den 5 Jahren macht, weiß er noch nicht, sagt er uns, als die Kamera aus ist. Wichtig ist für ihn jedoch, niemals die Hoffnung verlieren und immer optimistisch bleiben. Ja. Ich will sagen, bei allen netten Leuten, die mich besuchen, besuchen sie mich noch weiter. Tragen sie, dass dieses Geschäft nichts kaputt geht. Ich versuche mein Bestes, wie immer, die wissen sie alle schon. Und ich hoffe, dass jetzt endlich diese Wahnsinn vorbei ist und bald können wir uns wieder ganz normal treffen, umarmen, Party machen und was weiß ich. Wichtig ist, dass wir bleiben am Ball und niemals aufgeben. So langsam läuft die Zeit für mich, warte jeden fucking Tag und trotzdem weiß ich nicht, wenn du an meiner Seite stehst, aber ich hoffe, dass ich noch so lange weiterlebe. Der gebürtige Italiener hat die Krise wohl überstanden und konnte sogar seine Preise senken. Doch wie sieht es bei dem Grombühler Plattenladen Monophon aus?
Genug Platten zum Verkaufen hat er auf jeden Fall. Grob geschätzt 50 bis 60.000 Platten. Nutzfläche echte 80 Quadratmeter. Michi betreibt schon seit 1999 den Plattenladen am Wagnerplatz 6. Durch die Lockdowns konnte er monatelang nichts mehr verkaufen. Doch er hat es geschafft, den Laden über Wasser zu halten. Also einmal durch kleine Nebenjobs, wo man dann sagt, man kann ein bisschen was nebenbei verdienen und halt bescheiden leben. Und dann hat sich das irgendwie ganz gut reguliert. Es war immer Ziel, die Miete gedeckelt zu kriegen, dass man dann auch nächsten Monat weiterplanen kann. Na, und hat bis jetzt geklappt. Und jetzt ist auch wieder ein bisschen Schwung in der ganzen Geschichte. Also ich komme finanziell wieder einigermaßen voran. Er hat es geschafft, den Laden zu bewahren. Ganz alleine wohlgemerkt. Hilfen vom Staat blieben nämlich aus. Nee, das kann vielleicht noch sein, aber mir wurde gesagt, dass es das Ganze erstmal gestoppt wurde. Und aber ich habe das vor 2 Monaten habe ich das in die Wege geleitet über meinen Steuerberater. Okay. Ja. Und ich hab keine Regrets, ey, die Drogen sind fake und mein Designer ist echt, ey. Bro, ich mach mich an, gepennt und ich würd gerne mit dir hängen, du bist leider ein Kerl, yeah. Es geht seinen Weg und man bemüht sich und es kommt neue Ware rein. Ich kann jetzt auch wieder neue Platten bestellen. Das ist sehr gut, weil da konnte ich gar nichts machen. Na, man eröffnet und hat keine neue Ware da, das ist ein Riesenproblem, wenn man das finanzielle Polster nicht hat. Aber das hat sich jetzt ein bisschen wieder eingerenkt. Also besser als gedacht. Obwohl er vom Staat im Stich gelassen wurde, blickt Michi positiv in die Zukunft. Einen groben Plan für diese hat der Würzburger übrigens auch. In kleinen Schritten denken. Eins nach dem anderen, von einem Monat zum anderen. Und irgendwann kann man vielleicht von Vierteljahr zu Vierteljahr denken. Mir ist halt wichtig, dass die Firmen, die mich beliefern, ihr Geld bekommen. Das war schon immer meine Grundsatzmaxime, dass ich immer den Leuten das Geld bekomme, wenn ich was bestelle, damit man auch ein gutes Gefühl hat, wenn man die Ware bekommt. Na? Und dann muss man halt dementsprechend auch reagieren und handeln. Neben den vielen ernsten Fragen, die wir dem Ladenbesitzer gestellt haben, hat uns aber auch eins gewundert. Unter all diesen Platten, welche ist wohl sein Favorit? Und zwar, das wäre Helios aus dem nordischen Raum, Island, Skandinavien. Und diese Band, ja, kann man echt als wunderschön entspannte Gitarren-Elektronika-Musik bezeichnen. Also für alle Lebenslagen geeignet und zum ersten Mal wieder auf Vinyl veröffentlicht worden. Also ein Album von 2011 und begleitet mich schon seit Jahrzehnten, kann man fast sagen, ja. Seitdem die Band sich formiert hat, schon durch mein Leben und durch alle Phasen. Und kann ich jedem sehr empfehlen, der entspannte Musik sucht, abseits des Mainstreams. Und ja, das ist mein Tipp für die nächsten Wochen. Perfekt. Cool, das freut mich. Dann danke ich dir ja, für das gerne. Interview. Ne? Ja. Die Lockdowns haben beide Grombühler glücklicherweise überstanden. Wenn auch einer etwas besser als der andere. Es bleibt nur zu hoffen, dass diese Institutionen weiterhin bestehen bleiben und sich nicht einer erneuten Corona-Welle stellen müssen. Sagt sie, finde mich handsome. Ich hoffe, es ist in another dimension. Baby, ich bin stuck in der Endzone.